Ach, schnell. Hallihallöchen, meine Lieben. Ich glaube es einfach nicht, meine Lieben. Es ist nach Ewigkeiten, nach... Bei mir locke, locke, leck, leck, leckes. Danke, Black. Nach Stürmen, der Verzweiflung, nach Regentagen, nach Schneetagen, nach dunklen, depressiven Tagen, habe ich es endlich geschafft. Die Kalli spielt heute mit mir im Livestream einfach mal eine Runde Phasmo. Denn es gab vor einer ganzen Weile ein neues Update und ich wollte schon die ganze Zeit mit der Kalli spielen. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe sie ein bisschen bedroht. Nein, habe ich nicht. Jetzt wähle doch mal. Ich trinke jetzt was. Ja, trink doch erstmal was. Und ja, das neue Update ist soweit, dass wir auf 0 runtergesetzt wurden von dem Level her. Wir sind komplett blank, wir haben kein Geld mehr, wir haben nichts mehr. Die Rüstungen wurden soweit überholt. Das ist voll nervig. Und die Kalli hört mich doppelt, deswegen werde ich mal hier eine Runde mit aussuchen. Ja. So, ich bin bereit. Gibt es hier eigentlich eine neue Map? Ich glaube eher weniger. Die Maps mal, sind gleich und... Du bist nicht bereit. Ja, bleib doch mal. Warte mal, ist das deine Stimme? Hallo? Ja, ich hab's gefunden. Stimmt. War gerade so ein... Naja, ich starte mal. Ich glaube, ich habe dich auch gerade leiser gemacht. Oh, ist das schön. Oh, ist das angenehm für die Ohren. Auf jeden Fall, ich freue mich. Ja, gut. Lange ist es her. Das wird eine reine Katastrophe. Und ich bin alleine. Kalli braucht mal wieder. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Naja, ich glaube nicht, dass du das Beste gerade bist. Klatsch einmal. Einmal klatschen. Zwinker mit den Augen, wenn du Hilfe brauchst. Alter, was bist du denn? Was? Ja, guck dich doch mal an, du bist nicht das, was du warst. Was war ich denn? Na, was anderes, aber nicht das. War ich nicht die? Nein, du warst dieses Ding nicht. Oh mein Gott, das musst du unbedingt ändern. Ich hoffe, schick mein Foto. Schick mal. Alter, ich wollte gerade schick mein Foto, Dicker, sagen. Das wird ja wieder so kompliziert hier mit dem ganzen Kack. Warte, ich mach Foto. Kacke sahst du nie aus. Jetzt siehst du noch schlimmer aus. Das kannst du Kind antun, ja? Naja, ist lange her, dass du mich das letzte Mal gesehen hast, ne? Was? Gewöhn dich schon mal dran. Alter, geht gar nicht. Schönheit kommt von innen. Du kannst mich mal echt. Sag mal, machst du jetzt endlich mal Foto? Weißt du, wo der Knopf ist? Soll ich dir das nochmal sagen? Was dauert denn? Bist du so alt geworden, dass du noch nicht mal weißt, wie deine Technik geht? Jetzt mach doch mal. Geht doch! Da ist es doch! Ja, ich hab keinen Bock auf Umstände. Aber war ich denn nicht? Nein, das warst du nicht. Du warst die mit den kurzen. Ja, meine Haare sind gewachsen nach der Zeit. Es ist Minustemperatur. Ja, ich friere auch ein bisschen. F12? Warum F12? Das ist Screenshot. J sollen wir auf jeden Fall machen. Die Geister sind soweit da. Soweit wissen wir noch was. Warte mal. Ja? Schwierigkeitsgrad? Wieso haben wir nicht für Anfänger genommen? Du hast auf fortgeschritten gemacht. Ich hab's gesehen und denke mir, okay, machen wir. Was? Den Knopf hab ich doch nicht gesehen. Warum machst du denn sowas? Ich hab gar nichts gemacht. Kalli, wir werden sterben. Wir brauchen Punkte. Ja, wir brauchen dringend Geld. Oh, ist das das Fieberthermometer? Ja. Guck dir doch mal die Das steckst du dir aber nicht in den Po. Ja, genau das. Das kommt auch nicht in die Ohren. Lampe? Keine Taschenlampe. Na. Hier, guck dir den Rotz an. Ich hab eine Taschenlampe. Warte mal, wo ist denn... Ist doch keine... War das nicht das Teil? Du weißt schon. Nein, das ist das Teil, was ich in der Hand habe, du Genie. Aber die ist so mega, dass ich kein Licht habe. Ja toll, einer hat nur Licht, das ist... Ja, du brauchst eh kein Licht, du bist eh blind. Ich rede nicht mit dem Rotz da drin. Och nee, ich muss schon bei Dämonologist mit denen immer sprechen, weil Chris sich das nie traut. Warte mal, ist das eine Kamera? Ja, schüchtern. Das ist eine Kamera, ja. Das, wie gesagt, das komplette Design hat sich verändert. Ich nehme das EMF. Ja, du kannst noch mehr nehmen, mein Gott. Wie noch mehr? Na, du hast doch noch einen Slot, 3 Stück.
Nein, oh, nee, ich habe eine Taschenlampe. Ach denn. Warum nimmst du eigentlich nicht das Knicklicht, dann hast du wenigstens lilanes Licht. Weißt du das denn nicht auf dem Boden? Nö. Du müsstest es in der Hand haben. Du musst es aber, glaube ich, gelegentlich schütteln. Natürlich, ich schüttel. Geschüttet, nicht gerührt. Ich bleib hier. Nein, du kommst schön mit. Ich brauche jemanden, der sich opfert. Ich opfer mich nicht? Es ist so ungewohnt, Phasmophobia ohne irgendwelchen Equipment-Teilen. Oh mein Gott, ist die Taschenlampe... Also, hat es bei dir gerade... Ja, bei mir lockes. Genau. Ja, das war das. Dotzi. Oh, das brauche ich auch noch. Oh, warte mal. Was denn? Wir haben was vergessen. Was denn? Wie heißt der Geist? Ach. Ach, Chris, wunder dich nicht. Eigentlich kann man bei Phasmophobia auch über das Spiel sprechen. Geht auf alle. Über das Spiel sprechen, aber die Kali hat da Probleme gehabt, deswegen haben wir uns auf TS entschieden. Das war keines Geisterereignisses. Nein. John Maudsley. EMF. Zeuge eines Geisterevents. Ich habe keine Leuchte. Ich will eine Leuchte haben, sonst geht gar nicht rein. Oh, hier, nimm. Liegt auf dem Boden. Nein. Nein, nimm das jetzt. Wow. Wir haben uns so entschieden. Wie hebe ich das nochmal auf? Mit E? Ja. Nope. Jan, mein Bruder, wo bist du? Warte mal. Tarotkarten. Mache ich aber nicht. Das ist total dämlich mit dem Ding. Ja, hier, dann nimm die Taschenlampe. Ich komme mit denen besser, glaube ich, klar. Warte, nein. Ich habe hier. Definitiv nein. Ich komme nicht damit klar. Das sag ich doch. Scheiße, ist das... Weißt du, wer wieder? Was ist denn jetzt? Ist das dunkel? Hast du die Taschenlampe? Nimm doch mal die Taschenlampe. Ich nehme die Kamera. Mit der Kamera kann ich sie sehen. Ach so, okay, Mann. Ja, ich bin schlau manchmal. Naja, hält es sich in Grenzen? Nochmal, mach doch mal. Was denn? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Das ist so ungewohnt dotzi, wieder. Dotzi. Ich muss echt auf diese kleine Mattscheibe kicken. Hat die gerade was gepiept? Hä? Hab ich nicht noch eine Sache mitgenommen? Warte mal. Hör mal raus. Kälter wird's nicht. Und wie pafft man hier die Hand? Nein, ja, das muss ich in der Hand behalten. Sag mal, habe ich nicht gerade noch ein Messgerät mitgenommen? Echt? Was willst du noch alles messen? Na, ich habe ein EMF. Ich habe die Taschenlampe. Habe ich nicht noch irgendwas mitgenommen? Was habe ich noch mitgenommen? Ist das die Box hier? Ich glaube, das ist die Box. Das Knicklicht? Ich habe die Box. Was? Das Auto? Wir werden eh beide sterben. Ja, wir werden kein Geld machen. Wir hatten so viel Geld, ey. Ach ja, ich glaube, wir brauchen das Thermometer, um Gefriertemperatur zu messen, weil wir die ganze Zeit hier Mundatem haben. Guck mal. Wir haben Licht. Die Temperatur geht runter. Wie alt bist du? Haben wir Minustemperaturen? Nee. Bist du ein Kind? Vielleicht sollte ich erstmal mit dem EMF gucken. Thomas, Martin, ich hab's gefallen. Warst du das? Was ist denn das für ein Taschentuch? Oh, die Temperatur steigt gerade. Wo Licht? Wo Knicklicht? Okay, ich sehe jetzt nichts.
Bist du unter ihm? Nein. Also er ist hier auf jeden Fall... Warum hast du Lecks? Jan, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Minustemperatur. Okay, erstes. Wie alt bist du? Wo bist du, du kleiner Sack? Oh mein Gott, ich habe mich von meinem Schatten erschrocken. Du hast ihn jetzt nicht beleidigt, oder? Ach, das kapiert er eh nicht. Sack ist bestimmt nicht mit in diesem Spiel drin. Natürlich. Ja. Warum? Oh. Oh, Licht. Also hier hinten sind zumindest keine Türen auf und der hat gerade nur die Tür da hinten bewegt. Kein Englisch, nein. Gott sei Dank. Komm, wir hauen ab. Gib uns ein Zeichen. Warte mal. Hier, Fieberthermometer braucht man nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Ich gebe jetzt erstmal hier Minus-Dingsbums ein. Wo ist denn das? Da. Wie alt bist du? Wo bist du? Ich hatte gerade einen Geist. Die Auswahl ist groß. Wie alt bist du? Geisterbox? Ja, komm, wir gucken nach unserem. Wo bist du? Box. Mach von mir. Zwillinge. Ich muss das EMF die ganze Zeit anmachen. Also, was hatten wir? Gefriertemperatur? Ja. Geisterbox? Ich hatte irgendeine Nachricht drauf. Die Nachricht von Sam. Ich glaube, Dots können wir wegstreichen. Und den Rest müssen wir gucken. Ich glaube, der ist... im Haus. Alles klar, Elfi. Ja, definitiv ist er im Haus. Ja. Yeah. Werden die Bäume gerade weiß? Wer? Durch den Schnee? Nein. Sowas passiert nicht. Sowas geht gar nicht. Gut, ich habe Hallus. No. Der ist hier bei diesem Kaminteil. Da ist er mir gerade erschienen. Ja, er hat gerade mit dem Licht gedingstert. Ja, kann mich mal. Funktioniert überhaupt die Kamera, wenn er denn jagt? Ich bin total blind dann. Und er mag mich mehr. Gut. Nicht gut? Ja, was ist das gut hier eigentlich? Was ist was? Oh, Dots. Aber ja, Dots werden wir nicht brauchen. So, wir haben das gute Teil. Dann würde ich mal sagen, reingehen. IMF hat auch... Dein Ernst? Ja. Ich meine, wir können die Lichter anmachen und ihn ausräuchern. Haben wir doch gar nicht. Das war ein Witz. Geld und so. Nix zum Ausräuchern. Jan, sei mal so... sei mal so gut und schreib in das Buch. Gib uns ein Zeichen. Schreibe in das Buch. Warte mal, ich glaube, ich muss das Buch anders machen. Ich bin Batman. Oh Gott, wer war das von euch? René? Da brauche ich noch nicht mal hinzugucken. So, schreib in das Buch. Ich höre Waschbecken. Pillen haben wir auch nicht. Yep. Schreib. Also EMF hat ein bisschen ausgeschlagen, als er hier gegeistert hat. Du wartest doch ein Zeichen. Ja, danke, aber nicht sowas. Gut, lass mal kurz gucken. Ja. Wir brauchen Geisterorb für ein Geist. Wir brauchen ein Geisterbuch. Oh. Was? Wir brauchen Fingerabdrücke für ein Mimic. Gerade das Licht da hinten ausgemacht, die Sau. Das geht ja gar nicht. Das Buch müsstest du, glaube ich, noch mal eins weiterlegen.
Aber der war hier vorne. Aber arschkalt war es da hinten. Da ja. Ja. Vielleicht sind das ja Zwillinge. An der Türschwelle da, reicht doch. Jan, mein Lieber, schreib ins Buch. Oh mein Gott, hast du nicht gesagt. Ich bin Fan. Gib uns ein Zeichen. Tür? Tür? Nur meine Taschenlampe haben, dann bin ich mutiger. Oh mein Gott. Was ist da los? Oh mein Gott. Jagt er? Die Tür ist hier auf. Oh Gott, Sven. Aber die Haustür war auf, verdammt. Er war aufgewiesen. Handy. Jetzt, da ist dunkel. Mach da Licht an. Ja, ich hab mich verlaufen. Ich will eigentlich hier lang. Was war das? War das ein Geister-Advent? Advent. Guck mal. Oh mein Gott. Da hast du Schwein. So ein Idiot. Die sind draußen. Pass auf, jetzt tot, weil er durchkommt. Das war knapp. Das war ich, sorry. Ist der gerade aus der Garage gekommen? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Ich will eine Taschenlampe haben. Ich gehe jetzt mal nach... Keine Ahnung. Das ist dein Ernst? Was? Ich war gerade in der Garage und habe mich da versteckt. Gucke, voll der Zehner, mein Gott. Oh mein Gott, ich darf nicht mal rein. Kannst vergessen, ja, hier. Ich gehe auch nicht mehr rein. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich habe vergessen, das Ding muss man schütteln, ne? Hast du es geschüttelt? Ja. Jetzt leuchtet es, glaube ich, auch heller. Hui. Nee. Ich habe die ganzen Nähmissionen hier gemacht. Ganz toll. Ja, hervorragend, wenn man einer jagt. Er hat doch gejagt. Ja. Als ich einen Schritt weiter reingegangen bin durch die Haustür, die auf war, komischerweise, war das verschwommen auf meiner Kamera. Ob natürlich. So, was für Geister haben wir denn? Wir haben... Lies mir mal die Geister durch. Durch. Oh mein Gott, Leute, ich kann nicht mehr reden. Die Zwillinge? Mimik? Warte, lass mich gucken. Es wird berichtet, dass diese Geister Handlungen anderer nachahmen. Sie wechseln, bla bla bla. Stärke. Jeder der beiden Zwillinge kann verärgert werden und einen Angriff auf seine Beute starten. Die Zwillinge interagieren oft gleichzeitig mit der Umgebung. Ja, keine Ahnung. Mimik. Stärken. Ja. Wir wissen nicht so, wozu dieser Geist fähig ist. Sei vorsichtig. In mehreren Berichten wurden Geister-Orbs in ihrer Nähe gesehen. Hast du Geister-Orbs gesehen? Nö. Nöp, okay, weiter. Onryo. Das Uryo. Das Auslöschen einer Flamme kann einen Onryo zum Angriff veranlassen. Oh, wenn er bedroht wird, Kerzen. Jagt dieser Geist weniger gerne. Und wir müssen Moroi. Okay. Je schwächer ihre Opfer sind, desto stärker werden Moroi. Schwächen. Moroi leiden an einen sehr stark ausgeprägten Geruchssinn. Wenn Kali einen fahren lässt, was sie für längere Zeit schwächt. Wenn ich einen fahren lasse, schwächt es den Geist? Das ist doch hervorragend. Genial. Kali wird dann nicht alleine reingehen, Leute. Das könnt ihr vergessen. Ja, das könnt ihr echt knicken, ey. Ihr kennt die Kali nicht so, ne? Ich hab Angst, Mann. Geht gar nicht. Ja, wirklich. Wo soll ich da reingehen? Um die Mission zu retten. Auf jeden Fall ist er auf mich fixiert. Gut. Und wir haben noch nicht mal Pillen. Meine Kopfkamera. Aber ich weiß nicht, ob wir... Ich weiß aber nicht, ob wir Punkte bekommen, ne? Wir sind doch schlau im Raten. Was ist das für einer?
Willkommen bei den beiden, weil man die nicht so fein sind. Yep, Lululu, Mimimi. Leider hört jetzt die Kali nicht. Schade. Ja, die Karten. Ja, natürlich. Und dann stirbt der andere. Die Karten, wo wir sehr viel Glück haben immer. Ich meinte, ich werde definitiv gleich tot sein, wenn ich da rumspringe. Ja, ich auch. Ich kann doch, wie soll ich denn da? Warte mal. Ich gehe, ihr Leute, für euch volle Möhre. Warte doch, warte. Nein, 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 Batman. Aber wieso blieb die Tür auf? Guck doch mal ins Buch. Warum? Ich, warum? Ach so. Ja, weil wir gar nichts weiter herausfinden können ohne Equipment. Weil wir nichts Geld und für Anfänger. Er hat Licht ausgemacht. Buch. Buch, Buch, Buch. Toll, dass ich reingehen dürfte. Es ist Moroi. Ja, Mann. Ja, mach den Krit. Kannst vergessen. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Also, umso schwächer. Ein bisschen hab ich auf den getippt, ne? Dem ja, Moroi. Ja, umso schwächer das Opfer. Du dann nimmst einen anderen Charakter. Nimm deinen alten Charakter, ey. Ja, wird ja sofort gemacht, Mann. Ich hab die Haare schön. Na denn, let's go, ne? Hast du eingeloggt? Nein. Ja, warum denn? Hast du jetzt eingeloggt? Ach so, ja, das ist ein Buch. Ja, mein Gott, das ist voll drin. Boah, ey, einmal mit Profis. Mach für Anfänger. Mach den Chris. Also jedes Mal, wenn wir sterben, machen wir den Chris, ja? Ah. Mhm. Hallo, seitdem es sich so geändert hat, da sind wir doch nur irgendwie öfters gestorben. Aber wir hatten wenigstens das Geld. Jetzt haben wir null Geld. Oh. Und null Level. Oh, gibt noch mehr. Ah, gib mir mehr. Mehr. Wir konnten doch keine Fotos machen, du lustiges Spiel. Bing! Ich glaube, der Toaster ist fertig. Alter, ja. Neues Level, freigeschaltet, Fotoapparat. Leute, ich level. Ich bin irgendwie immer noch Rekrut. Aber ich habe 900 Geld. So weiter. Ich soll den Charakter. Den war ich, oder? Den war ich. Ja, was? War ich das da? Wo ist denn jetzt hier? Wartet mal. Klappe. Nee. 378. Oh, was für ein Level. Oh, guck mal, da ist die Kali gestorben. Alte Fotos. Guck mal, da ist die Kali schon wieder gestorben. Das waren noch Zeiten. Und da steht die Kali einfach nur doof in der Gegend. Empfohlen für neue Geisterjäger? Ja. Gut, anwenden. Wir müssen ja erstmal irgendwie an Punkte kommen. Ja. Oh Gott. Können wir uns jetzt was kaufen? Oh ja. Bisschen können wir uns was kaufen. Wo ist denn die einzige Taschenlampe? Ich glaube, das ist eine Taschenlampe, ja. Na, das dicke Ding, was du hattest. Ja, das war aber die doofe Taschenlampe. Wieso? Kannst du schon eine andere Taschenlampe nehmen? Das andere oben links ist ein Dotsi-Dotsmann. Oh ja, jetzt sehe ich es erst. Hält. Selber hält. Also wir haben immer noch nur diese eine Taschenlampe. Wir haben immer diese eine Taschenlampe, yes. Wie immer? Hallo? Aber man kann auch gar nichts sehen, ob irgendwo eine andere René, durch das Update wurden wir zurückgesetzt auf null. Geht gar nicht, eine totale Schweinerei. Es ist dann die Frage, bleibt die Taschenlampe? Also es braucht ja eigentlich... Ich habe einmal Taschenlampe geklickt. Okay, dann behalte die Taschenlampe. So, was ist denn das für ein Rotz hier? Fotoapparat, ich, ne? Werde einen Fotoapparat kaufen. Und der Rest reicht doch, was wir da haben, oder? Der muss erstmal reichen. Gut, Taschenlampe, immerhin. So, muss ich jetzt auf irgendwas hinzufügen klicken? Nö, hinzufügen. So, ich habe jetzt hinzugefügt. Nein. Du hast jetzt nicht auf Kaufen gedrückt, oder? Ausrüstung? Nee, warte mal. Kann man den trotzdem nicht kaufen?
Ich darf mir uns die Taschenlampe kaufen. Ja, natürlich. Kaufen. Kann sie auch verkaufen. Ich will den Würfel nicht haben. So, ich glaube, wir haben... mit diesem Inventar, das kapiere ich nicht. 2 von 4. Okay, Taschenlampe ist drin. Sollte klappen. Aber ich sehe den Fotoapparat hier nicht. Hast du den gekauft oder hast du nur aufs Plus gedrückt? Du musst den kaufen. Okay, also Shop-Lager. Also oben hast du Shop-Lager, dann einmal so ein Fotodings kaufen. Kaufen, habe ich gekauft. Genau, und dann gehst du und auf Aufrüstung und dann steht da, da ist doch so ein Wagensymbol, 0 von 3. Und wenn du da dann auf Plus drückst, müsste 1 von 3 stehen. Aber ich habe 1 dazugefügt, ja. Ist das auch... Jetzt habe ich 2 dazu. Ey, scheiß drauf. Wir machen das jetzt einfach. Jetzt habe ich 1 von 3. Ach, egal. So, Fotoapparat habe ich 1 jetzt. Gut, reicht doch. Ich glaube, die Kali hätte schon Geduld, um diesen Würfel zu machen. Welchen Würfel? Was? Oh, diesen Magic-Würfel, wo die ganzen Farben sind und du musst die Farben in einen zusammenbringen. Also, oh mein Würfel. Gott. Oh mein Gott. Ich... Oh, was nehmen wir denn? Oh, wo ist denn der Tanga? Da, wir nehmen mal Tanga. Okay, Tanga Alpha. Ja, Tanga breit. Ich bin breit. Sehr schön. Let's go. Oh Gott, wieder auf normal spielen. So, ladies and gentlemen, wir haben heute einen einsamen Gregory Phillips, er möchte gerne mit allen befreundet sein. Er möchte ein Insanity von 25% von uns und will gerne noch Fotos mit uns machen und möchte eine Jagd starten. Nice. Spinnt wohl. Gut, ich nehme mein EMF. Ich nehme Taschenlampe. Was hast du? I, kann man hier nicht Fieberthermometer halten? Warte mal, wo macht man denn Licht an? Mit F? T. T. T wie Taschenlampe. Warte. Hoffentlich bist du. Nein, Chris, das bist immer nur du, ne? So, und dann nehme ich noch die Geisterbox. Entschuldigung, und Leute. Was nehme ich? Mach das Kackbuch hier. Na dann? Na dann? Auf geht's, den Gregory geht's jetzt an den Kragen. Aber heftigst. Genau, normale Abende in Berliner Singlebars. Überhaupt heutzutage noch normal? Hm. Das ist Thomas, Martin Haus. Hallo. Hallo, Gregory. Was krass Licht gemacht hier vorne. Wo bist du? Denn? Gib mal Zeichen. Warte mal, was hab ich denn noch? Gregory. Gib mal, bist du alleine? Gib mal EMF, gib mal Ausschlag. Du kleiner, was habe ich denn noch genommen? Scheiße. Die Geisterbox. Wie alt bist du? Er ist heiß. Gregory, bist du heiß? Ja, der ist heiß. Das steigt ja auf 20, mein Gott. Wo bist du? Gregory. Entschuldigung, ich habe mich geräuspert. Gib ein Zeichen. Ey, wieso rammel jetzt die Tür wieder zu? Ich rammel mal weiter. Wo bist du? Hallöchen. Wechsel dich hier, du kleiner Scheiße? Bist du hier? Okay. Wieso ist das hier so dunkel? Gregory, bist du auf Klo? Hey. Oh mein Gott, wo ist er? Ist ein Event. Bei mir? Er ist hier. War er hier? Boah, Gregory, bist du hässlich. Was, er war vor der Tür? 5. 5er Ausschlag. Voll krass, Beweise. Mach mal den Spirit hier weg. Wie alt bist du? Wie kalt bist du? Heiß mal, warst du gerade nicht. Ich bin weg, die. Warte mal, ich pack dir mal ein Buch hier hin. Nee, ja, schreib mal was. Mal. Genau, so, schreib mal. In das Buch, ja, mach doch mal. Minustemperatur und gib uns die Hälfte. Sei nicht so schüchtern. Ich würde rauskommen. Ich hab nicht zugemacht. Gut, wir haben auf jeden Fall EMF 5. Ja, unbedingt. Gut, was haben wir da noch? Dots. Dotsi, dotsi, dots, dots, dots.
Fingerabdrücke. Was ist das? Warte mal, ich schmeiß mal die Box rein. Jetzt? Voll krass, das war ein kurzer Zehner. Das stimmt nicht mit dem. So, Box ist drin, schon mal die Dots. Hier habe ich Dots. Ja, dann nehme ich die Kamera was? Oder so. Hab ich? Oh, so. Ja, dann kommunizier ja, doch da. Einfach. Ja, toll, du sollst nicht mich anleuchten, du sollst den Gregory anleuchten. Ich habe mich doch schon umgedreht. Mein Gott, einmal Profis. Falsches Spiel, verdammt. Falsche Person. Nein! Hey. Hä? Was? Mit dem Ding. Hier sind die Türen auf. Fingerabdrücke, Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Wow, mach Foto. Tür. Das kann ich nicht. Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wir müssen noch mal irgendwann mal nach den verfluchten Dingern gucken, ne? Mach mal. Oh, die Box nervt. Fingerabdrücke ist Ultraviolett ist es. Ultra. Gin, mein Lingelingeling, die Backe. Weißt du, was ich glaube? Gyros. Was denn? Es ist ein Gyros. Gin. Gin. Weil das Licht an war. Wir kamen sofort rein und das Licht war an. Beim anderen, bei der anderen Map mussten nein, wir... Nein. Weil aber wir weil wir hier voll Profis reingestartet sind, deswegen haben wir gleich am Anfang immer Licht, weißt du? Ich mach mal kurz. Ich mach mal Fotos von der Tür. Ja, mach das mal. Oh, du hättest mich jetzt gerade echt gehabt. Oh, er ist noch nicht bereit zum Jagen. Ja, aber er hat irgendwas mit Licht gemacht. Gib uns ein Zeichen, schreib ins Buch. Du weißt, was du zu tun hast. Hab Foto gemacht. Jetzt. Wie alt bist du? Ich will gar nicht wissen, wo du bist. An der Tür, glaube ich. Gib uns ein Zeichen. Lass es lieber. Das ist Sparta! Aber sowas von Sparta. Also ich glaube, Geisterbox macht der irgendwie nicht. So, lass mal gucken. Foto. Hat er nicht gemacht, verdammt. Alter, hast du das Licht aus hinten ausgemacht? Ja, das war ich. Alles klar, Christian. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Dir noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Schön mit Ö. Ja, was habe ich denn eigentlich noch? Gar nichts. Wir haben eine Obacke. Oh, Backe, ey. Ja, das ist echt Obacke. Dots können es sein. Geisterorb. Geisterbox ist weg. Echt? Ja, Geisterbox ist weg. Die brauche ich eigentlich gar nicht mehr führen. Warte mal, wie war das mit dem? Geisterbuch einfach weiterklicken. Ehen, dieses Ablegen von dieser Kamera. G. Ein F, 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 F. Wäre mit dem Ding hier aber nicht machen. Echt nicht? Vielleicht musst du irgendwo hin. Gib mal her. Schmeißen geht. Aber aufstellen. Mein Gott, du gehst rein. Nimm das Dots-Ding. Willst du es so haben? Machen wir mal die Tür zu. Ida! Ich geh mal Luki-Luki machen. War ja klar, dass du Luki-Luki machen willst. Er hat einen Berg gebaut, mein Gott. Guck auf die Anzeige. Sehr großer Berg. Dunkel war's. Der Mond schien heller. Echt ein bisschen in der... Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber der hängt doch da vorne, mein Gott. Was stimmt nicht mit gut, dem? Gut, ich würde sagen, ich nehme die Dots, du nimmst die Kamera, guckst durch die Kamera, ob du da irgendwas siehst. Und ja. Gefriertemperatur können wir ja zwischendurch machen.
Hier steht das auch noch auf dem Speiseplan. Yep. Also, was wir noch haben müssen, ist Dots, Dotsi, Dotsi, Dots, Dots, Dots und sowas, Geisterorb, Buch und Gefriertemperatur. Hallo. Ich habe da noch die Kamera in der Hand. Nicht. Ich sehe irgendwie nicht mehr meinen Zeiger, wo ich das aufheben kann. Das Fieberthermometer. Alter. Gregory. Auf damit. Gib uns ein Zeichen. Nein, brauchst du nicht. Ich hab Mund. Du hast einen Mund? Ja. Ich kann aber das Gefriertemperatur-Dings nicht aufheben. Und hier ist eine Tür. Scheiße, es war zu spät. Nachricht von Sam. Ey, ist er gut. Ach, du kannst es nur so hinstellen? Kann man das nicht drehen? Doch, kannst du. Meter. Ja, nimm mal ein Fieberthermometer. Buch, nimm das Buch mit. So, wo ist denn? Da. Der ist da, aber hier ist auch manchmal die Tür offen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Oh, falsch. Schreib in das Buch. Danke. Geht auf jeden Fall runter. Hm. Wisst ihr was? Lass es hier liegen, weil es dauert, wie das runtergeht. Okay, alles klar. Kalli will wieder raus. Ey, nimm mich mit. Das dauert. Also könnte Gefriertemperatur sein. Wenn das ist, ist es ein Gin. Guck mal. Ihr hören uns so. Ach, das sieht da noch. Ich glaube, der hat Bock. Auf mich. So, definitiv ja. Und ich habe keinen Bock auf ihn. Gregory ist ein sehr einsamer. Ist mir doch egal. Der Stuhl stört total. Ein bisschen, ja. Am besten, ja. Du gehst einfach rein und guckst nach der Gefriertemperatur und ich... Natürlich werde ich das jetzt machen. Ich gebe dir voll krass Rückendeckung. Ja, na klar. Von wo denn? Rückendeckung. Vom LKW aus? Ja. Mein Licht ausgemacht? Nee. Ja, du hast dein Licht gerade ausgemacht. Wurde gerade leicht dunkler bei mir. Nein, Minustemperaturen sind immer noch nicht. Verdammt dunkel. Haben wir hier nicht? Ich glaube, wir müssen... Ja? Hattest du auch gerade das Verschwommene? Bei mir hat gerade das Licht geflackert. Hm. Ich habe Geräusche hier. Und es hat mir gerade Gänsehaut verpasst. Oh. Na denn, aus da. Also keine Dots, keine Gefriertemperatur irgendwie. Das Buch. Ja, es hat sich nach einem Buch angehört. Was? Danke, Micha.
wirklich? Ja, hat ins Buch geschrieben, habe ich noch meine. Buch auf jeden Fall. Also, dann haben wir alles. Das ist ein Meilingmann. Ding, ding, ding. Okay. Buch. Jingelingeding. Sehr schön. Ich habe nur das Geräusch gehört, habe aber vergessen, dass das Buch noch unter mir liegt. Mein Gott, ja. War da nicht gerade so ein Dunstwolke, wie man sie beim Ausatmen mit kalter... Ja, aber da, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr relevant bei Phasmo. Du musst schon eine Temperatur unter Null haben mit einem Thermometer. Und ich glaube, du musst eigentlich die Heizung anmachen, also den Strom anmachen. Irgendwie... Ja, keine Ahnung. Gut, unter 25% könnten wir noch schaffen. Entkomme dem Geist, mache ein Foto vom Geist. Wir hätten ein Foto machen können. Ja, da hatten wir aber den noch nicht dabei. Und nein, das machen wir nicht mit den 25%. Wir brauchen das Geld. Ja, okay, wir brauchen das Geld, Leute. Sorry, wir müssen sparen. Ja, hast du meine, ausgewählt? Gibt's da auch ein bisschen. Warte mal. Ach, der Jemini. Ja, ach, ich kreise mal ein. Auch wenn es ein bisschen mehr Geld, wenn man das macht. Gibt, aber nee, danke. Nein. Ja, wir brauchen Geld. Wir müssen die restlichen Ressourcen holen. Und ein bisschen leveln. Aber Leute, wir waren auf 378. Oh. Das war ein schönes Level. Und die Taschenlampe haben wir in Sicherheit gebracht. Ich war das nicht. Taschenlampe ist drin. Oder nicht? Eine Taschenlampe ist so oder so immer drin. Ich habe mir aber keine gekauft. Man immer auf Hinzufügen klicken oder was? Nee, ich glaube, die ist immer dabei. Nein, war sie gerade nicht. Inga. So, ist auf jeden Fall jetzt hinzugefügt. Fotoapparat meinte ich. Der ist mit dabei. Ja, definitiv. Stimmt, wer zum Henker fährt den LKW? Echt, der kann ruhig mal helfen. So. Zum Glück beute ich ihn nicht. Oh nein, meine Punkte hier oben. Nein, wir sind auf null. Ich hatte doch so eine guten Punkte. Auf null? Meine nicht. Meine sind auf 230. Willst du mich verarschen? Ja, Mann, 230. Ich war gut. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich hasse dich. Egal. Ja. Alle oh mein Gott. Ja, na klar. So gut. Stellst du auf? Nein. So, ich mache mich erstmal bereit. Kann ich nicht. Ha. Okay, wie nimm denn? Scheiße, was nehmen wir denn? Ach, wir nehmen einfach das da. Das da? Ja, auf jeden Fall das da. Jetzt breit. Breit, genau. Mhm. Total toll. Aber im Großen und Ganzen hat sich Phasmo nicht verändert. Oder habe ich da jetzt irgendwas verpennt? Die Ausrüstung hätte man nicht so ändern brauchen. Also, wir haben einen Donald Holland. Einzelperson. Also das heißt, wenn wir in Gruppen auftreten... Wir werden in Gruppen auftreten. Aber sowas von... Take a look. Nun gut, was nehmen wir denn? Ach so, und was? Gut, ich nehme die Geisterbox. Lieber. Nur die Gegenstände wurden geändert, okay. Ja, wurde da nicht ein bisschen mehr mit den Geistern gemacht? Ich habe irgendwie gehört, dass er die Geister, die Geisterdesigns noch überarbeiten möchte. Das habe ich noch mitbekommen, aber neue Maps wären auch mal geil. Man doch eh nicht sehen, man krepiert doch so schnell und es ist dunkel. Hallo! Guten Tag, Kamba. Wie alt bist du? Minustemperatur oder so. Mach mal Licht hier in dieser Bude. Jetzt sind wir da. Na, na, guck mal Licht. Was ist denn hier?
voll krassen Bunny. Wo bist du? Auf jeden Fall nicht hier, hier ist warm. Wie alt bist du? Doch nicht. Bist du ein Kind? Klamotten auf dem Boden. Bist du einsam? Und allein? Schließ die Tür. Türen sind zu, Lassen das Bunny mal alleine hier. Was? Das ist das große Bunny? Ja, das große Bunny auf dem Bett. Ich komme in den Keller, wenn du da unten bist. Geh mal ein bisschen auf Klo. Ich habe deinen Namen vergessen. Wie heißt du? Donald war das, glaube ich. Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Du kleines Ei. Ich hoffe, du schnappst Kalima. Ich bin in deiner Garage. Ich bin in deinem Keller. Und du hast nur zwei Autos. Wie lächerlich. Jeder hat fünf. Wie alt bist du? Zwei. Billig. Hier ist es auch heiß. Hier ist ja nicht. Also aus das Ding hier. Und. No, mein! No, mein! So. Ja, ich hab geklimpert. Ja, mein Gott. Ich wollte schon sagen. Hier schon drin? Und gleichzeitig noch dieses normal. Hier oben liegt ein Ball. Spiel mit mir Ball. Lass es lieber. Balli, Ball. Guten Tag. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Nee, der Lichtschalter. Da bleibt's eben nicht. Im Badezimmer ist das Licht an. Bist du hier? Bist du hier, ja. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du ein Kind? Oben im Badezimmer war das Licht an. Hier liegt ein Ball. Welches Badezimmer? Hier hinten. Ich mach mal hier noch. Lass ich aus. Das Licht war hier an. Oh, hier ist auch sein, sein Rückgrat. Nimm's mit. Oh. Eigentlich hätten wir ein Foto machen sollen. Kälter. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du einsam? Ach du Scheiße, er steht in der Badewanne. Willst du duschen? Foto. Ich hab kein Foto dabei. Bist du Minustemperatur, Mann? Fünf. Wollen fünf. Fünf im Dingsbums. Jetzt wäre denn mal eins zu Dings dann. Das ist doch fünf. Kommt, Leute, das war definitiv fünf. Lass doch mal hier die Tür auf. Bist du? Wie alt bist du? Auslassen. Ach so, er macht ja gerne alleine. Vielleicht redet er jetzt. Bist du ein Kind? Was für eine Yu-Gi-Oh-Karten hast du? Was? Pokémon Blau oder Pokémon Rot? Lass dich nicht stressen von mir. Ich lass mal ein bisschen fieber. Ja, mach das. So, ich glaube, ich hol mal Dots und so. Warte. Viel Spaß. Ich hol mal, Warte, ich stelle die Kamera hin. Warte doch mal auf mich. Wie drehe ich denn die Kamera? Kannst du die hinstellen? Ja, gib her. Ich glaube, mit Mausrad. F und dann mit Mausrad. Also F gedrückt halten. Nee, einfach nur die Maus drehen. So. Alter, du wirst nicht. Jetzt beim Duschen beobachtet. Viel Spaß. Donald. Wir sind da mal kurz weg. Licht ausgemacht. Hat er? Ja. Gut, ist also ein dunkler Duscher. Ja, er duscht gern dunkel. Gut, dann wollen wir mal durch die Kamera glotzen. Oh ja. So, unser IQ scheint außer deiner normal zu sein.
Oh, er wird sogar. Aber das ist ja so ein bisschen Dotz. Obacke oder ein Pikachu? Pikapi. Warte, was für Dinge hatten wir denn? Ach, EMF5? Ja, EMF5 und Orb jetzt. Also, wir brauchen Fingerabdrücke. Geisterbuch können wir wegstreichen. Ja. Gefriertemperatur auch. Dots brauchen wir. Und Geisterbox weg. Also einer Dots, der andere Violett. Und einer die Fotokamera. Let's go. Solange du noch aktiv und geistlich dabei bist. Was? Du kannst mich mal. Schütteln, 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 schütteln. Hui. Warte doch. Er duscht. Oh mein Gott. Nein. Ich brauche ein Foto. Ich bin voll gepunktet. Mal deine Funze kurz ausmachen. Kannst du mal das Wasser ausmachen? Junger Mann, dusch doch weiter. Er hat was geworfen. Warum? Er will seine Zähne nicht putzen, ist ein ganz frecher. Dann packe ich das Dotzi-Ding hier hin, wa? Auf den Tisch würde ich es packen, dann hast du mehr Fläche, glaube ich. Okay, dann hier, nimm mal die Fingerabdrücke. Okay, warte. Ah nee, die kannst du... Kannst du, glaube ich, so nicht hinpacken. Du musst die werfen. Ja? Er wirft ja auf jeden Fall. Okay, dann lass uns... Vielleicht packe ich die mal hier hin. Geschmeidig. Von dann ziehen? Ja. Wer weiß, was er da gemacht hat. Ich glaube, das will keiner wissen. Geduscht bräuchte ich, ja, genau. Ich würde sagen, Tiefenreinigung. Porenreinigung? Ja. Erstens sein Körper und danach die Hände am Waschbecken. So sieht's aus. Mhm. Und nicht vergessen hinter den Ohren. Ich glaube, bei Dots müssen wir daneben stehen bleiben. Echt? Waren nicht einige Geister so, dass sie sich nur alleine, also wenn die alleine sind, zeigen? Ja, das ist Einzelperson. Also nur per Kamera? Nein, dass du die erst nur sehen kannst mit den Dots, wenn die alleine wieder sind. Achso, ja, aber oder die haben das auch bearbeitet. Das könnte möglich sein. Aber da wird uns der Chat wahrscheinlich gleich informieren. Weil die Dots, finde ich, die liegen irgendwie blöd. Ja, viel kannst du ja nicht mit dem Stifter machen. Ja. Vielleicht muss ich ja weggucken, dann erscheint vielleicht irgendwas. Echt, warte? Ja, mal gucken. Erscheine. Er ist aktiv. Ja, er wird doch gefilmt. Also was brauchen wir? Dots und Fingerabdrücke, ne? Ja, aber Fingerabdrücke waren jetzt nicht an der Tür zu sehen und auch nicht an der Schranktür, weil die ja gerade aufgegangen ist und ich da gleich geguckt habe. Waren nicht ersichtlich. Ja, Beutelchen, du weißt nie was. Nie was. Beute, Beute. Also auf jeden Fall, das Badezimmer scheint sehr aktiv zu sein. Also er scheint in der Badewanne rumzublubbern. Ja, da haben wir auch Dots gefunden. Also, ja. Ja. Dunkel. Ich guck mal. Ich riskiere oder du jetzt musst mein. Hier mal gucken. Oder ich, ja. Sonst wäre ich jetzt reingegangen und hätte mir mal die Dots in die Hand genommen.
Aber ich glaube, die Dots liegen ein bisschen doof. Ich glaube, sorry, Leute. Okay, die Dots können wir auch so drehen wie die Kamera. In den Orb. Das war ein Nieser, der war nicht vorhergesehen. Den wollte ich auch nicht so rauspressen. Danke. Danke, meine Lieben. Ja, ich gehe nochmal rein und gucke. Ja, ich komme mit. Alleine. Hier hat er Bock auf Einzelpersonen. Okay. Ich war das nicht. Aber halten wir jetzt die Dots in der Hand und der Geist läuft dann trotzdem durch oder müssen wir sie hinlegen? Das ist ja das, was ich meine. Lebe lang und erfolgreich. Danke. Wäre ja zu einfach, oder? Ich mache jetzt diese Box aus. Ja. Aber wie kann ich sie denn drehen? Ah, okay. Ich kann sie nur auf dem Boden platzieren. Ich kann sie nicht auf dem Tisch platzieren. Das ist ein Grad. Minus ein Grad oder? Nee, ganz knapp über der Null. Ja, aber wir brauchen Null Temperaturen. Ich weiß. Eine Zahnbürste? Ich weiß nicht. Also von den Dots bin ich so ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob man die durch die Kamera aussieht. Und jetzt kann ich die nehmen. Was war das? Hat er gerade eine Tür angefasst? Hier? Also leichte Aktivitäten haben. Hier, ich gebe dir mal die Fotokamera. Reicht, oder? Ich würde sagen, es reicht. Yep. Gehen wir mal durch die Kamera gucken. Ja, dann beschissen. Das ganze Gehirn weggelutscht. Oh ja. Alter. Das ist auch noch ein. Ja, René, das ist auch geil. Hier von. Starship Troopers. Gehirn? Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Woher kommt denn das? Und Gefriertemperatur kann es nicht sein? Nein. Ja, na klar wird es alles besser, wenn wir besser ausgerüstet sind. Die Hotelchecker! Ja, stimmt, ne? Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Woher kommt das auch von den Ghostbusters?
Ghostbusters, das können wir auch machen. Bist du der Schlüsselmeister? Ich bin der Torwächter. Little Weapon. Oh, okay. Ja, dann gucken wir. Also ich hab nix gesehen. Aktiv ist er. Aber der Geisterob ist da. Ja. Eigentlich gibt es noch einen richtig geilen Spruch und ich glaube, ich habe einen Geisterob. Ich habe einen Obs, oder Leute? Ich hatte gerade kurz die Augen zu. Der ist gerade hier vor. Der ist gerade hier lang gelaufen. Kann das sein? Bitte sagt mir einer, dass einer geguckt hat. Oh, danke, Micha. Gut, Orbs. Micha? Ich habe es gerade im Augenwinkel gesehen, aber da ist definitiv ein ich glaube, das ist dieser Fleischer, der langgelaufen ist. Naja, hat er ja so ein Beil in der Hand. Also René, wenn du meine... Hat gerade was aufgeblitzt? Kurz? In der Wanne? Micha hat es auch gesehen. René, alles in Ordnung. Also ich bin für Orbs. Definitiv. Dann haben wir den kleinen Scheißer. Nee, René, wenn du mein Sub und Follower Dings hörst, da sagt der ja auch Scheiße, so bin ja, ich noch nie. Ja, ist es. Habe ich gerade deutlich gesehen. Okay, Dotz. Dotzi. Den Soundbomb schenke ich auch. Es ist ein Pikachu. Ein Pikachu. Sag ich doch. Und wir haben ein Pichu im Chat. Bald haben wir die ganzen Pokémon hier. Was wollte ich gerade sagen? Es gibt einen geilen Spruch. Und zwar, wie einer von euch nämlich Opa. Ich log jetzt ein. Ja, log ein. Beutelchen, woher ist der nochmal? Juhu. Ich sehe tote Menschen. Ja, das ist auch ein geiler Spruch. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Überspringen. Wie kann man? Das Bewegungssensor. Bewegungssensor. Wie geil ist das? Oh, seid ihr so lieb und schreibt das alles bei Discord rein? Bewegungssensor und Geld. Mhm. Warte mal. Ein Tai Chi? Was für ein Tai Chi? Was? Das war ein Raichu-Mann. Hä? War ein Pikachu. War das kein EMF? Wartet. Das war ein Dotz. Nicht EMF. Das war definitiv ein Dotz. Aber wir hatten EMF am Anfang. Kein EMF? Was? Aber wir hatten noch ein EMF. Fünfer. Wir hatten auch einen Dotz. Warte mal, EMF habe ich gar nicht Na, Dotz ist richtig. Dotz und Geisterorb. Oh, aber EMF war falsch. Richtig, Beutelchen. Ah, ja. René, lass mich... Ah, nee. Nee, das war nicht von Jurassic Park. Also, Micha, das war kein EMF, was wir vorhin hatten. Mann, wir haben es voll verkackt. Aber wir haben ein bisschen Geld bekommen. Bisschen. Bewegungssensor. Logisch, kaufen. Oh. Ich habe auch einen gekauft. Ich habe keine Taschenlampe. Du nicht. Ist anscheinend weg. Wieso? Zwei sind doch so oder so im Auto. Laut meiner Anzeige. Fotoapparat. Hä? Ich bin verwirrt. Jetzt sind's. Hä? Du hast zwei reingebracht. Hä?
Du hast zwei Fotoapparate. Bei mir steht zwei von drei. Aber ich kapier's nicht. Und drei Bewegungsmelder. Ich hab nur ich hab nur eingekauft. Hast du oben auf Shoppen Lager gemacht? Oh ja, René, sag mal so. Oder bei Ausrüstung gekauft? Ausrüstung. In der Na, mach doch lieber Shop kaufen, dann ist es in deinem Inventar und Ausrüstung ist noch nichts ausgewählt. Du hast jetzt zwei Fotoapparatteile und dreimal Bewegungsteil. Von Nein, ich habe nur ein, Leute, ich habe nur ein gedrückt, ne? Na, egal. Egal. Ich glaube, das stimmt nicht besonders überein hier. Weil ich nehme jetzt einen wieder weg und dann steht immer noch 3 von 4. Entfernen? Ja, eine Kamera, ein Fotoapparat ist jetzt drin. Aber ich habe keine 4 Bewegungen. Ich kapiere es nicht. Waren 3 von 4. Wir müssen aufpassen. Du, 2 Bewegungsmelder, willst du die drin haben? Aber ich habe doch nur einen Bewegungssensor. Ich habe mir nicht mehr gekauft. Wie kann ich denn bitte mehr haben? Hä? Jetzt klicke ich minus 1 auf Bewegungssensor und mir haut ja die Kamera weg. Hä? Bei Fotoapparate und 2 Bewegungssensoren sind jetzt da drin. Vielleicht. Also Bewegungssensor sind 2 drin. Die Ausrüstungsteil ist so verbuggt. Ja, hätten sie es mal sein gelassen. Das ist verbuggt. Ich drücke auf Bewegungssensor, dass er rausgeht. Und was haut er mir raus? Du hast nur einen gekauft, ne? Ich habe nur einen gekauft. Habe aber jetzt komischerweise 3 Stück. So spart man auch. Und ich kann auch nicht mal Minus klicken, weil ich habe nämlich auch einen Bewegungssensor gekauft. Ja. Aber ich kann nur Plus drücken, also sind es nicht meine. Okay. Ich verstehe es nicht. Also das ist noch ganz schön buggy, das Inventar. Oh ja. Gut. Dann wählen wir weise. Oh, Leute, seid bitte so gut und schreibt mir mal die Szenen und die Filme dazu auf. Manche sind echt genial. Alter, kannst du mit deinem Kopf mal weggehen? Ich kann auf die Tafel nicht bereitklicken, weil deine Oma ist. Ja, bleib doch mal gut. Ey, ja, so eine hübsche perfekt. Oma hast du noch nie perfekt. Gesehen. Die ist so hübsch. Hab mir die Haare gewaschen. Brutal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So stolz. So stolz. Die Kali braucht mal wieder. Ja, Mann. 90%. Alles klar. Danke dir, René. So, Ladies and Gentlemen. Wir haben einen William Straffen. Einen straffen William haben wir. Und er möchte gerne mit allen Freundschaft schließen. Wir sollen vor William entkommen. Zeuge eines Events werden und Fotos schießen. Na, das können sie aber knicken hier. Na, jubiajaj, Schweinebacke, würde ich mal sagen. Dann nehmen wir das mal und das und würden sagen... Es leckt ein wenig. Ein bisschen, also es macht... Ja, bei mir leckes. Genau. Ja. Warum ist das Ding weg? Was für ein Ding ist weg? Mein Taskmanager. Spinnt der! Das geht ja gar nicht. Aufbleiben. Ja, Mann. Warte mal. Jetzt bin ich wieder im Spiel. Ja. Immer schön am Bein. Wir wissen, was mein PC so anstellt. Also, die Lampe ist ja echt für den Arsch. Ah, okay, Anton. Wahrscheinlich mit Daniel Craig, oder? Hallöle, William. Wir straffen dich jetzt. Es ist arschdunkel. Es ist arschdunkel und kalt. Dir gar nichts. Und wir geben dir Halt. Oh mein Gott. Ach, mit John Connery, okay. John Connery?
Doch. Also als Geist würde ich mich jetzt verpieseln hier. Verpiese dich nicht, wir strafen dich nur. Ich habe Knochen gefunden. Ich sammle den ja, schon mal ein. Ja, steck ein. Ja, unbedingt. Ja, eingesteckt. William, ich strafe deinem Knochen. Das willst du ihn zurückhaben? Kann auch ein heißer Geist sein. Ja, ich komme ja schon. Der kann doch auch ein bisschen heißer sein. Der muss immer doch nicht so kalt sein. Hier ist dunkel. Gibt es eigentlich auch eine Leuchte? Nee, hier hinten ist ja weiter nichts, oder? Ich sehe nichts. Na, der kann hier auch sein. Gib uns ein Zeichen. Ich habe Licht gemacht. Ich habe Licht an. Upp. Ein gruseliges Bunny hier schon wieder. Ein Bunny im Schlafzimmer. Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade so gedacht, würde ich im Urlaub sein und hier auf diesem Bett schlafen? Ich weiß, irgendwie wäre das total unangenehm. Ich weiß nicht, wieso. Wegen dem Bunny, ich sag's doch. Nein, allgemein dieser Raum und dann bist du auf der untersten Ebene und jeder kann hier reingucken dann. Und der Wald vor der Tür. Ich so hier wie bei Mars Attack, wenn sie durch die Scheibe gucken. Das war der Ausgang hier, ne? Nein, das war kein Ausgang. Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm doch mal jetzt raus. Gib uns ein Zeichen. Schnapp die Kalli-Tiger. Niemals. Schnapp dir die Eli-Arme. Nee, ich schmecke nicht. Wuchs. Kann sein, dass er oben ist. Ich gehe mal oben begutachten. Wegen. Kann aber auch sein, dass er hier unten ist. Ich bekomme Ausschlag. Oh, Gräber? Hast du hier etwa jetzt dunkel gemacht? Wie alt bist du? Nee, ich war das hier vorne nicht. Ich habe hier gerade Ausschlag gehabt, genau hier. Aber nur einen ganz seichten. Die Tür ist hier leicht auf. Ah, die Temperaturen gehen runter. Jetzt wäre eigentlich... Und die Tür ist auf. Ich hole mal... Die geht wieder hoch. Ich hole meine Lampe. Lampe. Warte ja, doch. Hier Ultra-Dings. Auf alles. Oh, auf alle, ja. Ja, auf alle. Da kannst du auch mal kurz alleine sein. Will ich aber nicht. Genau, so sieht es nämlich aus. Ich will nicht alleine sein. Hab ich mir eigentlich noch. Ah. Sagt unser IQ? Nicht viel. Das weißt du doch. Also nein. Schon mal nicht. Glaubst du, er wandert einfach nur? Weiß ich nicht. Wo bist du? Ich hasse Geisterbox, weil die Viecher nie mit mir reden wollen. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Ja? Wo bist du? Wie alt bist du? So viele Fragen auf einmal, da kommst du nicht hinterher, ne? Mir wird wieder wärmer hier. Steckt immer noch. Gib uns ein Zeichen. Hier nicht. William der Strafe. Der Strafen. Zeige dich. Oder auch nicht. Hide and Seek. Ah ne, dazu brauchen wir ein Reacher-Board. Aber ich hatte unten EMF. Also wird er unten sein. Die Tür ist hier wieder auf. Normal. Oder habe ich sie aufgelassen? Nee, ich glaube, ich habe diese zugezogen. Ich dachte gerade, da hinten steht was. War der zu? Nee. Ja. Dachte ich auch. Wie alt bist du?
Alter. Oh, Schütteln, ja, stimmt. Hab ich das? Ich vergesse es jedes Mal, sorry. Aber im Großen und Ganzen bringt das jetzt gerade nichts. Schön die Tür wieder zumachen. Der ist irgendwie... Der will heute nicht. Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Jetzt geht die Temperatur hier wieder runter. Alles klar, Reni, dann vielen Dank fürs Vorbeischauen. Schlaf schön und bis zum nächsten Mal. Und das hat alles William gerade mitbekommen, dass ich dich verabschiedet habe. Irgend so eine Flasche hat er gerade geballert. Wo? Hier, Esszimmer vielleicht. Weil Esszimmer hat sehr viele Flaschen. Nee, hier geht die Temperatur wieder hoch. Ich glaube, der ist hier. Bisschen Mundi, ja. Hast du? Hier sauselt es runter. Hier sauselt es immer noch runter. Taschenlampe. Jetzt ist es um 5. Wir nähern uns langsam den Gefrierpunkt. Gib uns ein Zeichen. Nee, hier wird's wieder. Wie alt bist du? Vielleicht soll ich das Licht ausmachen. Los nicht. Bist du ein Kind? Jo, alles klar, danke. Und wo kam's? Keine Ahnung, auf. Das ist doch 5, oder? Komm raus. Das ist doch... Also ich kann diese Skala irgendwie nicht richtig definieren. Also für mich war das offensichtlich eine 5. Ich will das alte Teil wieder haben, das rumblinkt. Da konnte man das ja, wenigstens... Ja, die Pünktchen oder den Fieberthermometer... Was denn gleich die Temperatur anzeigt, anstatt... Wie alt bist du? Luckelt. Knapp 5? Also ist es noch kein 5. Aber könnte eine 5 wären. Könnte. Gut, ich würde sagen, er ist irgendwie hier vorne Dots und Buch holen. Ja, das ist alles gruselig. Das ist gruselig. Wundert das? Dena, mein Gott. Gut. Die Kamera dann noch hinstellen. Ja. Buch und Dots habe ich. Wir haben nicht mehr viel Zeit, sonst jagt er wieder. Und das Buch hat jetzt auch einen gewissen Radius, ne? Hast du gesehen? Wie, wo? Wenn du das hinlegst. Geisterbox. Okay. Schreib in das Buch. Mach das Fieberthermometer. Ich schmeiß mal kurz die Kamera hier hin. Was hatten wir? Box. Box, ja. Hatten wir noch irgendwas? Nein, aber kurz vor der Gefriertemperatur. IMF 5 könnte es noch werden. Kannst du die Kamera richtig hinstellen? Das filmen wir immer nie. Wo ist die Kamera? Eine Gefriertemperatur. Schreib in das Buch. Vibe. Ich habe gerade verstanden, Vibe. Nein, schreib.
soll ich mal sagen? Lass uns mal gucken. Ja. Ah ja. Also beim letzten Mal musste man auch ganz schön warten, Licht ausgemacht, haha. Auf der Treppe. Wegen dem Dots, weißt du? Ja. Der Herr in der Badewanne. Wir haben nur so viele Möglichkeiten, wir haben auch nur einen Hinweis. Aber EMF, das Design vom EMF finde ich doof. Ja. Vom Fieberthermometer auch. Du musst ja warten, bis es runterjuckelt. Und dann weißt du noch nicht mal, ob wirklich Gefriertemperatur ist. Ich schwöre. Das Arschkeks-Ding, das hat die Kamera um ihr ballert. Nicht sein Er. Wie soll man jetzt dort sehen? Ist der denn bescheuert? Oh, William ist ein ganz raffinierter. Der spinnt wohl. Die spinnen, die Römer. Der ist halt einsam, der will, dass wir wieder hier reinkommen. Der ist oben? Ich. Licht. Wo ist das Radio? Hörst du es weinen? Hier wird es aber oben wärmer. Hier kommt was. Siehst du Fingerabdrücke irgendwo? Wie denn? Na, mit den Sticks, du doof. Lieber Thermometer in die Hand genommen. Ich hält. Ist er weg? Ich weiß es nicht. Ach so, noch etwas vom Handy aus. Ich glaube, das war ein kurzer Hand. Habe ich gerade Dots gesehen, Leute? Nein. Hm.
Ich glaube, das war kein Dots. Orb. Alter, weiter. Also mir reicht's. Leck mich am Arsch. Direkt vor meiner Nase irgendwie. Oh, weißt du, dass ich gar nichts sehe und immer nur deiner Silhouette hinterher renne? Und hoffe, dass du nicht vor mir... Ich dachte, du wärst eigentlich schon draußen. Nein, ich war kurz davor. Und dann bin ich gegen die Tür gerammelt. Also der kann mich mal... Wo zum Henker steht diese Kamera? Keine Ahnung, wo die steht. Aber ich glaube, die guckt das... Treppe. Guck mal, da räumt eine Dose. Toll. Schön. Schön, das ist schön, er ist auf jeden Fall aktiv. Hauptsache, die Dose kullert. Und kullert wieder zurück. Geil. Wieder weg aus und weg. Aber wir haben eine beste Box. Irre, Poltergeist, Phantom, IQ für den Arsch. Das ist ärgerlich. Ob. Definitiv. Also habe ich den doch rumflitzen sehen. Guck mal, der hat eine Pulle geschmissen, da rollt wieder die nächste. Eine Bude voll rum. Ob. Und also. Yokai Mara. Da. Dots brauchen wir. EMF ist raus. Fingerabdrücke ist weg. Geisterbuch brauchen wir. Gefriertemperatur. Dots, Buch, Gefrier. Hat er die Kamera? Yep. Umgeballert? Die Sau? Und da wir sind ganz niemand. Schön am Arsch. Derbe im Arsch. Oh mein Gott. Temperatur ist 1 Grad, weißt du? Ja, ich glaube, Temperatur können wir eigentlich mittlerweile ausschließen. Würde ich machen. Buch oder Dots? Ich habe leider aber nicht ins Buch geguckt, ne? Auf jeden Fall war da unten richtig. Aber liegt da nicht unser Zeug? So, ich mach mal Gefriertemperatur weg. Mare und Yokai. Yokai. Das Sprechen in der Nähe eines Yokai verärgert ihn und er hört die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Bei der Jagd kann ein Yokai nur Stimmen in seiner Nähe hören. Okay. Reden wir zu viel? Könnte sein. Mare. Eine Mare hat eine höhere Wahrscheinlichkeit anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhält. Schaltet man die Lichter um eine Mare ein, verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Macht auf jeden Fall öfters das Licht aus. Aber das machen fast alle Geister, glaube ich. Ja. Außer, wer war so lichtabhängig? Jin? Nee. Jin. Jin war mir schon mal. Ne? Will die große Leuchte haben. Mhm. Verdammt, was machen wir? Können wir das Buch vielleicht von hier hinten sehen? Eine sehr gute Frage. Ich bin erstmal außer Puste hier. Nee. Buch hat er nichts gemacht. Tja, könnte aber auch falsch liegen, ne? Ja, also, Also, wenn wir reingehen, wird er definitiv jagen. Definitiv. Positiv. Er hat echt keinen Bock, dass wir labern. Kann das sein? Ich irgendwie schon, ne? Wenn der ein Lied trällern. Und wenn ein Lied, meine. Ja. Oh ja, gib. Ich brauch was zum Saufen. Danke. Voll den Scheiß. Hier, gib ich dir zurück. Schreib ins Buch. 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 Schreib ins Buch, wie ja, bei mir leckes. Ja, bei mir leckt es auch. Leckes. Ich glaube, das Buch ist auf der Fall. Ich glaube, der ist da hinten beim Radio. Der Radius. Ja,
Wenn man nicht so doof sein, soll man ein bisschen aufstehen, rüberkommen und dann reinkommen. Ja, der Radius vom Buch ist halt nicht so weit. Aber er rennt da auch durch die Gegend, um zu jagen. Dann kann er doch mal nach dem Buch gucken. Ja, manche sind so faul, ne? Ja. Aber das Problem ist, wir sehen jetzt auch nicht zwingend den Dots, weil er die Kamera umgestoßen hat. Das heißt, entweder raten wir, wo Kali garantiert sagt, ja, wir raten, oder wir gehen nochmal rein und packen das Buch richtig hin. Und die mehr Kamera. Die Mehraufnahmen von mir. Ah, guck mal, da kommt ja wieder eine Dings gekullert. Und weg ist sie hier von meinem Bildschirm. Guck mal, wenn er schon hier vorne ist und das Ding kullern lässt, dann kann er doch mal kackendreist ins Buch schreiben. Oder er fährt Schreib voll ins auf Buch. Buch. Ich glaube, der mag das hier labern nicht. Ich gehe ganz stark davon aus. Wir können ja was singen. Twingle, twingle, little star. So ein Scheiß, wie wunderbar. Ey, vielleicht bekommen wir ja Geld, wenn wir hier singen. Pluspunkte. Leise rieselt der Schnee auf das Zeugnispapier. Was für ein Dreck. Nee, Quatsch. Leise rieselt sich viel. Nix zu winksen ins Auf Haus. Das Zeugnispapier. Fünfen und Sechsen dazu. Freue dich, immer weiter. Sitzen, ach, bleibst du. Ja klar, der muss mich doch hören. Da kommt die Flasche wieder zurückgekullert. Er mag das nicht. Er mag Bier. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Wenn er schon damit rumkullert, hier vorne. Auf jeden Fall ist das Radio hinten an. Der hüpft mit der Bierdose. Ich glaube, da will ich definitiv nicht mehr rein, Leute. Kannst du... Der schießt die... Der ist stinkig, glaube ich, so ein bisschen, ne? Wieso, was schießt er denn? Schießt er da hinten schießt er die Dose ins Regal, also volle Punktladung. Landung, dann verstellt er die Radiosender. Hm, ich höre das gar nicht. Ist der echt mit dem Kopf im Haus? Ich glaube, ja. Wenn die Tür zugeht, habe ich eine Arschkarte, glaube ich. Definitiv, wenn du nicht schnell genug bist. Habe ich da gerade ein leichtes Schema von Dots gesehen? Ich weiß es nicht. Ich habe die halbe Tür. Warte mal, vielleicht kriege ich sie weiter auf. Ein bisschen. Mach mal dein Licht aus. Hier oben war es gerade kurz grün. Es bleibt weiter entspannt. Kriegen wir es hier und jetzt raus. Und die Flasche rollt wieder in die andere Richtung. Und wupp, war es auch schon wieder weg. So als ob das gerade angeleuchtet wurde. Mach mal was. Dotzi, 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 dotzi. Ja, mach hey. Mal was. Komm nicht mehr rein. Spinnst wohl. Mal Licht. Guck mal Licht aus. Mal Licht. Und aus. Aber wenn jetzt die ganze Zeit die Dosen rumwirft, eigentlich hätten wir die Dots sehen müssen. Naja. Intensiv, oder? Naja, weil er nicht durch dieses Kegel... Aber ich bin der Meinung, dass ich hier irgendwas Grünes dann kurz gesehen habe. Er würde auch wieder da vorbeilatschen. Ah. So langsam werde ich müde. William, mach mal was. Echt, was ist mit der Pulle hier? Eine Pulle voll rum? Hallo? Hallo? Soll ich doch mal in die Kamera gucken gehen? Die wirft er gerade. Die Kamera echt? Hat er da hinten gerade geworfen, ja. Vielleicht hat er die gerade günstig hingeworfen. Ich geh mal ja, guck mal. Ich mach mal. Ich guck mal, ob ich das... Kann man die Dots per Auge sehen? Ja, oder? Ja, eigentlich hieß es ja, bevor dieses Update gekommen ist, dass einige zu schüchtern sind und sich nicht dotzimäßig zeigen, sondern nur, wenn die Kamera ja, da ist. Aber das sind die beiden. Die beiden Geister haben das aber nicht. Hm.
Wurde da gerade Licht an hier? Deine Taschenlampe, ne? Meine Taschenlampe, ja. Ich war das nicht. Hast du ganz toll gemacht. Ich war das nicht. Ganz toll. War das wirklich nicht. Ganz toll. Alter. Ich find's aber nicht, wo ist das Bier? Sich jetzt erst... Macht unser IQ? Nicht besonders viel, ne? Mm-mm. Nee, wird nicht besser. Oder wir machen das so, einer entscheidet sich für einen Yokai und der andere für Mare. Dann hat wenigstens einer was. Aber da hat er schon... Ach! Er schießt die Bierflaschen. Die Kamera ist zu dir gerichtet. Das ist jetzt gruselig. Ja, ich habe mich gerade gewundert, wollte gerade sagen, er ist doch fetten Dotz. Aber das bist du. Hallo. Hi. Ja, interessant. Ich kann ja mal die Tür zumachen. Aber leider, ja, liegen die Dots doof. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt aus Müdigkeit was gesehen habe. Ich bin der Meinung, dass ich irgendwas Grünes mal kurz aufblinken gesehen habe, so wie ein Rücken. Ich kann mich ja da mal hinstellen, wo du stehst. Ja, dann guck du mal. Ich gucke mal, ob ich irgendwas sehe. Ja, die Kamera liegt doof. Oh, Entschuldigung, Leute, so langsam werde ich echt müde. Ich glaube, ich habe einen Geisteropfer. Schreib doch mal ins Buch. Warte mal. Leute, ja? Habt ihr hier gerade was gesehen? Das ist vielleicht meine Taschenlampe? Nein. Entweder war das ein Dotz, aber der Dotz zeigt in eine andere Richtung. Meinte ich, entweder war das ein Orb? Na, der Orb, der kreiselt ja da immer noch rum. Ja, weil die Dots gucken eigentlich in eine andere Richtung. Das dürfte eigentlich die Dots nicht sein, aber ich habe hier schon wieder irgendwas gesehen. Ich glaube, ich werde langsam zu müde für das Spiel. Wenn wir reingehen, wird er jagen. Definitiv. Wir brauchen die Punkte. Und das Geld. Und das Geld, ja. Wetten, es sind Dots und wir entscheiden uns für das Buch. Jetzt entscheiden wir uns ja wahrscheinlich für die Dots und es ist das Buch gewesen. Da ist ein Orb. Nochmal rein. Oh, ich werde drauf gehen. Gleich zumachen. Ja, das Problem ist, die Dots zeigen hinter der Kamera. Die Dots sind nicht vor der Kamera, das ist ja das Problem. Deswegen bin ich mir gerade unsicher. Aber ich meinte, die Dots müsste man ja auch mit bloßem Auge sehen. Hoffe ich. Wartet mal, lass mich nochmal nachlesen. Beweise, Gegenstände, Dots. Nein. Gefundene Wünsche? Was? Schreib doch mal ins Buch. Beweise. Dots, dots, dots. Ein Laserlichtgitter, das die Säure eines Geistes sichtbar macht. Wow, danke. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Muss man dafür in die Kamera glotzen oder muss man nicht in die Kamera glotzen?
Ich würde Buch sagen. Buch? Ja. Ich bin eigentlich für Dots, eigentlich bin ich für Dots, aber ich glaube, die Dots sieht man auch so von Weitem und ich bin mir unsicher, ob ich jetzt vor Müdigkeit was gesehen habe oder nicht. Und ich glaube vom Buch her, dass es zu weit weg liegt. Und er deswegen nicht in das Buch schreibt. Ich kann mich aber auch komplett irren. Naja. Aber er ist so aktiv. Wir hätten irgendwas sehen müssen. Gut, dann entscheiden wir uns fürs Buch. Oder einer geht von uns rein und positioniert alles. Mhm. Aber es wird definitiv einer von uns sterben. Mhm. Und dann muss der andere eh wieder rein, um das Buch sich anzuschauen. Genau, und dann stirbt er auch. Also haben wir davon nichts. Also entscheiden wir uns jetzt fürs Buch. Oder jeder nimmt eins. Was? Nein. Oder einer nimmt Dots und der andere das Buch. Nein. Okay, ich gehe doch drauf. Ich sehe ja nichts. Dann nehmen wir das Buch. Ich meinte, dass du die Dots auswählst und ich das Buch. Dann bekommt wenigstens toll, einer die Punkte. Hast du aber gesagt, er ist aktiv und man sieht keine Dots und da mache ich keine Punkte und du schon. Das geht gar nicht. Es werden die Dots sein. Ich, keine Ahnung. Ich habe jetzt das Buch ausgewählt. Ich entscheide mich für die Dots. So, ich habe mich für das Buch entschieden. Oh, wir haben doch Gefriertemperatur. Hätten wir noch. Nein. Also, stimmt, aber Gefriertemperatur habe ich weggemacht, weil du gesagt hast, du bist die ganze Zeit nur auf 1. Ja, vielleicht lagst du auch nicht auf der richtigen Position. Den Würfel Position. Hätten wir schon längst fertig, das glaube ich nicht, Black. Gut, dann locken wir jetzt ein. Also ich habe Wir locken jetzt ein, Yokai. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Pass auf, Gefriertemperatur oder EMF. Hm. Hatten wir EMF? Nein, haben wir durchgestrichen. Warte mal. Habt. Ein Yokai. Ein Yokai. Mann. Was zum Henker? Braucht ihr jetzt ein Yokai, bitte? Es war ein Yokai. Geisterbox, Geisterorb, Dots? Und Dots. Hab ich richtig geklickt? Du hast richtig geklickt, ach so. Ja, ich hab richtig geklickt. Also hab ich doch Dots gesehen. Ja, aber wie lange muss man denn auf Dots warten? Das ist ja... Mein Gott. Oh. Gut, meine Lieben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich für heute erstmal Feierabend mache. So langsam werde ich echt müde. Oder Kalli sagt, wir machen noch eine kleine Runde, weil wir nur noch einen Knochen brauchen und dann hätten wir die Tagesaufgabe. Den wir wahrscheinlich nicht finden. Das könnte möglich sein. Naja, Black, ich war ja heute auch arbeiten, ne? Komm, Kalli, eine machen wir noch, wegen dem Knochen. Dann halten wir die erledigt. So. Und dann, meine Lieben, muss ich, ja. Was? Hm? Was? Was? So. Nee, Taschenlampen hier. Oh Gott. Die Taschenlampen. Bei meinem Fotoapparat. Saufen. Ja, ab und zu müsste man wirklich mal saufen. Ah, haben wir es? Ich glaube, oder? Haben ja, ich bin drin? Ja. Ich gehe jetzt eigentlich nur rein wegen den Knochen. Wenigstens eine Tagesaufgabe hinbekommen. Oh, dann haben wir noch. Eine Folge. Nee, hatten wir das schon? Nee, war? Was hatten wir? Da habe ich an dem erkannt. Hatten wir das schon? Ach so, du guckst gerade in eine andere Richtung. Nö, glaube ich nicht. Hatten wir noch nicht. Okay, haben wir denn alles eingepackt? Ja, glaub schon. Was das Herz begehrt? Na denn, breit. Breit, aber sowas von. Knochen finden.
Also wie gesagt, ich finde das Spiel jetzt nicht besonders weiterentwickelt. Ist eigentlich dasselbe Prinzip. Und da ich ja momentan auch Dämonologist spiele, muss ich sagen, bietet momentan Dämonologist, okay, ist also das neue Spiel, ein bisschen mehr von den Effekten. Ich hoffe, dass Phasmo da noch irgendwie die Kurve bekommt. Wir haben wieder einen Daniel Wilson. Er möchte es wissen. Und okay. Er mag alle. Das ist schlecht für ihn. Nun denn. Auf. Los geht's. Hallöle, ich suche deinen Knochen. Hi. Hallöchen, Großer. Knochensuche. Gib mal Knochen. Such Knochen, Knochi. Könnte noch im Schrank liegen, ne? Oh Gott, ja, alles. Also alles aufmachen. Oh mein Gott. So, verwüsten wir erstmal die Bude hier. Guten Morgen. Okay. Jetzt wird gestresst, aber sowas von. Oh Gott, die gehen auch auf. Klo ist löscht. Steckt bei. Intensiv brauchst du nicht gucken. Ach, ich hab mich gerade gekratzt. Gut, hier sehe ich nichts. So, einen Knochen, dann haben wir die Tagesaufgabe. So, Kumpel, ich komme jetzt nach unten. In einen geheimen Keller. Diese Knochen sehe ich jetzt hier nicht. Ich hoffe, ich übersehe den jetzt nicht. Warst du das gerade mit den? Ach so, doch. Ja. Ach ja, die Schränke habe ich schon wieder vergessen. Ein Tür zu machen. Nein, kleinen Black, du bleibst hier. Die Runde machst du jetzt mit. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hier erstmal rummeckern, dass man weiterzocken soll und der erste wieder Sender ins Bett geht. So sind die Herrschaften heutzutage. Das geht ja mal gar nix nicht. Da. Er hat das Licht ausgemacht. Ach, wir haben Stromausfall. Oh. Wo bist du? Ich mach da mal wieder noch Licht an. Wo ist denn das da? Ach. Hier an der Wand. Doofnuss. So, ab nach oben. Ja. So, zu. Mach den Würfel los. Ich nehm's dann auf, ne? Ja, mach ich zu. Eine reine Folge dieses Spiels. Oh Gott, ich werde, glaube ich, so abkotzen. Hallöle. Guten Tag. Oh, welche Knochen? Gib mal Knochen. Das Türchen zu machen. Wir wollen die Aufgabe machen. Hier ist Knochen. Wow. Knochen. Nein, das ist Artefakt. Das ist hier Wunschteil. Wie? Warte. Oh Gott, lass mich mal kurz überlegen. Genau, die Affenpfote ist es. Was war das? Das war die Hand. Ja. Ich wünsche mir den Raum vom Geist. Nein. Geht das eigentlich so? Ich wünsche mir den Geist. Oder nur Rechtsklick? Nee, du musst schon... Oh, hier. Hier ist eine Tür auf. Das war ich. Ja, Black, geh ins Bett. Ich will den Geist sehen. Ich wünsche mir den Geist. Hä? Na gut, wir gucken weiter nach der Dings. Das können wir ja mal später ausprobieren.
ich mal? Mach. Auf jeden Fall wünsche. Nein, Wünsche. Du musst dir was wünschen. Zum Beispiel. Ich wünsche mir den Geist. Zum Beispiel, ich wünsche, dass mein Mate stirbt. Ich wünsche, dass mein Mate stirbt. Ich wünsche mir Frieden. Ich wünsche mir alles. Liebe. Ich wünsche mir Würfe, ihr seid doch doof, ey. Warte mal. Ich will eigentlich nur den Knochen, dann bin ich zufrieden mit den... Ist das der Knochen? Nein. Gib uns kein Zeichen. Haben wir eigentlich noch Licht? Ja. Ja. Da ist der Knochen. Oh, nice. Haben wir also? Ich will den Würfel nicht. Wo bist du? Warte mal. Ich wünsche mir, dass der Geist sich zeigt. Nö. Na, temperaturmäßig. Ich wünsche mir, den Geist zu sehen. Ich will das... Er hat gerade den Daumen geknickt. Ich wünsche mir, dass der Geist verschwindet. Tür ein bisschen hier aufgemacht. Der Wunsch hat funktioniert. Du kannst dir, auch mit der Hand, wenn jemand stirbt, ihn zurückrufen. Also wieder zum Leben erwecken. Cool, Dicker. Ich bin mal weg. Er hat ganz schön viel rumgeschmissen. Okay. Das hat also funktioniert, den Geist zu sehen. Warte mal, Wünsche. Ich hatte hier gerade Gegenstände im Überblick. Schade, steht nichts. Oh mein Gott, ein krasser. Ja, garantiert, da kann man das in der Nase bohren. Also wie gesagt, wenn einer stirbt, kann der andere den wieder mit der Hand hochpeppen. Aber, ja, wir haben die Tagesaufgabe geschafft, Leute. Nice. Hauen wir jetzt ab. Aber wo ist denn jetzt der Geist? Warte mal, wie war unser IQ? Ich muss da nochmal gucken. Da, wo der Knochen ist, ist der Geist dann immer da? Na, eigentlich nicht. Woher kam er? Von hier unten, ne? Mhm. Hatten wir die Tür hier aufgelassen? Mhm. Dann ist das ein Kellerkind. Immer hier auch alles. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du ein Kind? Hier steigt die Temperatur wieder. Der hört mich irgendwie nicht. Wie alt bist du? Ich glaube, das Ding ist kaputt. Wie alt bist du? Ja, die Box reagiert nicht mehr. Soll ich die Box? Ja. Und du nimmst hier Thermometer. Und die Box, da. Habe ich hier gerade einen Schritt gehört?
Wie alt bist du? Gottes Willen. Wo bist du? Auto. Garage. Ja, haben wir schon die Autoschlüssel gefunden? Ja. EMF? Wie alt bist du? Sorry, das war ich. Alter, hast du das Licht angemacht? Sorry. Gib uns ein Zeichen. Alles klar, Black, dann vielen Dank fürs Vorbeischauen. Schlaf schön und bis zum nächsten Mal. Wo bist du? Wie alt bist du? Fingerabdrücke müssen wir mal gucken. Ich hole mal kurz. Natürlich mit. Warte mal. Ach ja, Jemine. Fingerabdrücke. Könnte man jetzt eigentlich noch abfotografieren? Warte. Bob, messt die Temperatur mal hier im Gang. Ja. Sinkt. Sinkt rapide. Wie alt bist du? Wo bist du? Ich glaube, er mag dies. Ich glaube, der ist hier im Flur. Orb ist auf jeden Fall hier im Flur. Thermometer sinkt weiter. Ich komme erstmal kurz okay. Raus. Was hat ich gesagt? Fingerabdrücke Orb? Und Orb. So, Geisterbox können wir wegstreichen. Geisterbox? Ja, und Geisterbuch können wir wegmachen. Gefriertemperatur, Dots oder EMF. Na, tippt doch mal auf die einzelnen Dinger, ob da ein Geister noch übrig bleibt. Von den drei Stück. Aha. Na, wenn du das sagst. Mach den Würfel. Dann brauchen wir Dots. Haben wir das schon? Nein. Aber ich vermute, dass es so ein bisschen Gefriertemperatur ist. Ja. Buch hatten wir jetzt nicht, oder? Nee. Es ist minus. Es sind Minusgrade. Ja? Ja, es ist unter Null. Wenn man das so lesen. Wenn man das so liest. Das ist ein Handtuch. Also war da unter Null. Also unter Null ist für mich Minustemperaturen. Gut. Hast du. Oh, klar. Ich meine, wenn du es gesehen hast. Nice. Gefriertemperatur. Ja, wunderbar. Hab ich. Das bekomme ich halbwegs noch mit. Und Alter, wir haben hängt da im Flur rum. Zwei von drei Aufgaben. Ja, wunderbar. Nice. Und wir haben die Tagesaufgabe. Ich würde sagen, eingeloggt. Ja. Schöne Ding. Ein Handschuh. Yay. Na, gab's doch mal ein bisschen was hier. Sehr schön. Na toll, ganz knapp. Ganz knapp vom nächsten Level. Oh, ich hab 1300. Nice. Gut, meine Lieben, ich würde mich hier schon mal erstmal von YouTube verabschieden, denn ich bin wirklich arschmüde. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass die Kali heute mal kurzfristig Zeit hatte und mit uns eine Runde gezockt hat. Was sollen das hier für Teile sein? Das sind doch... Hast du am Anfang die dämlichen Fieberthermometer und später dann die werden immer weiter aufgerüstet. Echt, wirklich? Und danach rennst du hier mit so einer Leuchte da oben rum, oder was? Ja. Mhm. Und was sind das für... Ach so, ich würde sagen, was sind das für Klimperstäbchen? Also mit jedes Mal weiter leveln, umso besser wird's. Ich freue mich schon auf das normale EMF, Leute. Ja, und ich auf mein Fieberthermometer.
Was ist das denn für ein geiles Feuerzeug? Aber ich mach die Kerzen nur mal immer, ne? Weißt du ja. Ja, ist deins. Nehme ich dir auch nicht weg. Ja. Was ist das für hier? Eine Geisterbox? Ja, echt, ey. Alter, was will er denn empfangen? Die Marsianer? Jack auf alles. Mars? Alles. Gut, meine Lieben sehr von schön. YouTube, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.